So, ja, willkommen zurück. Im letzten Part haben wir die drei Hühner gefangen. Und jetzt suchen wir den Rest. Dann bekommen wir auch was von Anjo. Ich glaube, es war eine Flasche. Aber wir sind ja Flaschen. Oder ne, ich bin eine Flasche. Ich weiß nicht mehr, was ich kriege. Hey, komm her, Hühnchen. Stehen bleiben. Bleib stehen. Jawohl. Das Huhn lässt Federn. Ja, genau wie ich heute bei der englischen ZAP. Aber ist egal, jetzt bin ich ja wieder zu Hause und kann schön aufnehmen. So, was ich vorhabe, nachdem ich die Hühner gesammelt habe und die Belohnung abgegriffen habe. Geht das? Nein. Habe ich vor, mir einen neuen Dekoschild zu kaufen. Wir werden eh nochmal kurz in die verlorenen Wälder zurückkehren. Glaube ich. Na, mach ihn anders mal. Ich glaube, ich brauche ihn auch gar nicht mehr. Lange wird es ja nicht mehr sein. Nein, ich glaube, ich gehe als nächstes. Was suche ich hier drin? Nein, ich glaube, als nächstes gehe ich direkt in Soras Reich. Und, ja, mache dort halt weiter. Sidequest gibt es zurzeit keine. Höchstens die Skulptur, lass mal sehen, wie viel habe ich eigentlich. 12. Ich kann mir schon die erste Belohnung abholen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier runtergesprungen bin, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. So. Oh mein Gott. Der ist frei. Da ist ein Mensch, aber wo ist der? Oh nein! Oh, boah, wie hässlich. Oh, nee. So, der ist ein Typi. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Jawohl, die große Börse. Jetzt können wir insgesamt 200 Rubine tragen. Ich freue mich, freue mich. Jetzt kann ich endlich wieder Rubine sammeln, wenn ich Bock dazu habe. So. Aber wie bekomme ich jetzt das Hühnchen auf der anderen Seite? Ich glaube, das habe ich immer so gemacht. Ich bin auf diesen komischen Zaun geklettert und habe versucht, auf den anderen Zaun zu springen. Fängt schon mal gut an. Nein. Link. Macht doch keinen Mist. Und... Nein! Ah, Mist. Scheiße. So. Aber es gibt natürlich mehrere Wege. Na... Auf diesen Weg können wir uns eigentlich auch ein Herzteil holen, aber das spare ich mir. Da ich das Spiel nur mit drei Herzen durchspiele. Der nächste Durchgang wäre natürlich durch diesen Magieshop oder den zukünftigen Magieshop. Aber da versperrt uns ein Typen den Weg. Egal, auf diesen Weg kommen wir auch dahin. Wie anstrengend ist es zu klettern. So. Höchste Stelle im Dorf und... Jawohl! Bitte, bitte! Ja! Es hat geklappt! So, der Typ gibt uns auch noch ein Herzteil, aber das machen wir später. Ich überlege, alle Herzteile auch noch einzusammeln, um euch halt zu zeigen, wo die sind. Aber es hat eh jedes zweite Schwein gemacht. Und ich bin das dritte Schwein, was das macht. Na, komm, her! Ich weiß noch nicht, wie ich das benennen soll. Auf jeden Fall weiß ich so ziemlich auswendig, wo alle Herzteile sind. Ich werde mir aber sicherheitshalber noch eine Liste machen. Damit ich das auch wirklich nicht vergesse. So, das erste schmeißen wir hier rüber. Und das zweite und das letzte ist da oben. Zu blöd, dass Link zu kurz springt. Sonst hätte er sich direkt ranhangeln können. Das Hühnersammeln auf dem Gameboy ist besser. Weil man die Hühner da halt auch schon scheuchen kann in Richtung Anjo. Und ja, ich spreche von Minish Cap. Ja, ich werde es aber nicht let's playen, dass ein Handheld-Ding ist und ich nicht mit Emulatoren arbeiten möchte.
So ist das Huhn. Das dumme Hühnchen. Das letzte. Hallo? Bildschirm. Schoner. Dreck. Scheiße, Kack. Schade, ich dachte, da wäre noch eins drin. Mhm. Da ist noch eins drin, wenn ich sage, wenn ich das letzte suche. So viel Sinn ergibt das. Hallo? Ich stehe in dem Huhn drin, ey, das ist auch nicht wahr. Egal. Hopp! Und jawohl. Super, jetzt hast du fast alle. Bring doch bitte noch das letzte Huhn zu. Ach ja. Ein Huhn fehlt mir noch. Oh mein Gott. Ja, und das ist direkt da vorne. Am Eingang. Mann, 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 Mann. Wie ich vergesslich bin, nicht wahr? Kikiriki! So wie es aussieht, verbrate ich jetzt den ganzen Part, um Hühner zu sammeln. Egal, dafür bekommen wir auch was Schönes. Wie zum dritten Mal erwähnt. Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Ja, ist doch mal geil, ne? Hühner hüten, gegen die du allergisch bist. Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Ach ja, was denn? Dö-dö-dö-dö. Eine leere Flasche. Na toll. Super. Danke. Aber die brauchen wir nachher noch. Nein, eigentlich nicht. Wir bekommen sowieso eine nachher, aber... Ist egal. Damit können wir wenigstens Feen transportieren, die uns wiederbeleben. So, mehr gibt's hier erstmal auch nicht zu holen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu den Soras. In Soras Reich. Wo der König König Sora heißt. Und alles ist nach den Soras benannt, in Soras Reich. Ja. Auch Soras Shop. Hylianische Steppe. Die Musik ist schon anders, als wenn man die Hylianische Steppe so betritt. Das heißt wohl, dass es gleich dunkel wird. Und oh nein, wir treffen gleich auch wieder unseren alten... Kumpel? Nein. Der soll mal aufhören zu labern. Aber dafür treffen wir danach noch einen netten Gesell, der nicht so nervig ist. Der ist einfach nur geldgierig. Oh ja, genau. Jetzt haben wir auch die größere Wirbelattacke. Und ich sammle zum ersten Mal eine Magieflasche ein. Deine Magieleiste wird aufgefüllt. Kurze Erklärung. Finde ich schön. Und Munition. Hier ist... Hallo, es sieht so aus, als wärst du ein erfahrener und kräftiger geworden. Marvin, ich bin genauso klein und stüppig wie das letzte Mal. Direkt vor dir liegt Soras Reich. Die Soras dienen der königlichen Familie von Hyrule und bewachen dieses Gewässer. Das Tor zu ihrem Reich öffnet sich nur einem Abgesandten der königlichen Familie. Das sind wir. Spiele vor dem Portal ein Schlaflied aus der Überlieferung der königlichen Familie. Ich glaube, dass das ursprünglich ein Rätsel sein sollte. Aber jetzt haben sie es doch in den Dialog von dieser Eule gepackt. Dass wir einfach nur Zeldas Wiegenlied spielen sollen. Und wisst ihr noch was? Die Eule kehrt zurück. Autsch. Bitte. Egal. Goldenes Gutula. Ja. Das ist mir schon passiert. Die Eule kommt hin zurück, wenn es dunkel wird. Irgendwie, weiß ich nicht. Also, irgendwie hat die dann wieder angefangen zu sprechen. Ich hoffe, es tut sie jetzt nicht auch, ey. Puh, sie bleibt weg. Und in diesem auffälligen Steinkreis ist noch ein Loch. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Und das ist dieser geldgierige, freundliche Geselle. Ein paar Wundererbsen mir fällig. Sie gehen nicht besonders gut. Kann ich mir vorstellen, wenn du hier so forever alone rumsitzt.
Wie wäre es mit 10 Rubine? Die gehen nicht so gut, aber 10 Rubine für eine Wundererbse. Super. Ich glaube, ich werde mir noch 3 holen. Die brauchen wir nämlich auch später. Und das nicht nur für Herzteile. Ich bin ein Freund der Abkürzungen, müsst ihr wissen. Ah. Noch eine bitte. Jetzt sind sie 30 Rubine wert. Sie werden langsam beliebter. Freu dich. Ich bin ein einziger Kunde. Entschuldigung. Die Wundererbse. Und die Zeit rennt uns davon. Und das ist nicht nur in-game. Ja, ja, wie gesagt, Freunde, Abkürzungen, ne? Wenn wir erwachsen sind, können wir so ein großes Blatt nutzen, um direkt zu Soras Reich zu gelangen. Also, ich verabschiede mich für diesen Part und sage bis zum nächsten Mal. Bye.